Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Falls ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, wundert euch nicht, das ist mein Ventilator, denn es ist so arschwarm in meinem Zimmer. Und das, obwohl es einfach mal fucking 9:30 abends ist. Was nehmen wir dann so? Donnerberg, was haben wir hier so? Stahlberg und Riesenschlucht. Riesenschlucht lösche ich mal. Da ich keinen Bock habe. Ja, gut, komm. Nehmen wir hier die Stahlberg-Mission an. Jobliste ausüben. Flea-Orb. Okay, dann sollten wir vielleicht noch einen Flea-Orb mitnehmen. Und. Ja, nein, nicht lagern. Verdammt. Ja. Wir müssen jetzt, ich glaube. Haben wir keinen Flea-Orb mehr? Wir haben keinen Flea-Orb mehr. Verdammt. Vielleicht finden wir ja einen. Ja. Wir sind jetzt wieder schön zurück. Wir müssen jetzt irgendwie dreimal Missionen machen oder so. Oder dreimal einen Dungeon machen. Damit wir das Event, sag ich mal, mit Groudon kriegen. Ich glaube, so viele Missionen sind das. Also dreimal müssen wir halt einen Tag überstehen, sag ich mal, oder einen Tag halt machen. Ja. Drei Tage müssen vergehen. So, meine Güte, jetzt habe ich's aber. Hier können wir noch ein bisschen Elekid leveln. Ich meine, der müsste ja auch echt. Der müsste im Gegensatz zu uns ein bisschen sehr niedrig sein. Flammwurf, oh mein Gott, das ist so herrlich. Komm, geh weg. Geh weg. Ja. Und sonst. Ja, wird das jetzt erstmal ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich solche Sachen noch offscreen machen, ich weiß ja nicht. Ja? Schlaf gut. Ja, ja. So, sorry, kurze Unterbrechung. Ist ja bei mir so üblich, ne, passiert ja öfter mal. Auf jeden Fall, ob ich das offscreen machen sollte, solche Sachen, halt. Ja, weil es passiert ja nichts Spannendes. Ich kann euch ja sagen, was ich gemacht habe. Ansonsten, ja, wie gesagt, passiert nichts. Nichts weiter Storymäßiges. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Sache, die ich ansprechen wollte. Und zwar, hat das Spiel ja ein Ende, ne? Storymäßig. Flea-Orb-Wirbel-Orb, verdammt. Und ich weiß nicht, Leute, es geht danach ja im Spiel noch weiter. Es gibt ja noch andere Sachen zu entdecken. Und wie sieht's aus? Soll ich da noch weitermachen? Das heißt, nach dem eigentlichen Story-Ending noch weiterspielen, um die wichtigsten Sachen halt noch zu zeigen. So wichtige Dungeons. Oder recht wichtige Dungeons. Ich weiß nämlich nicht. Es ist halt euch so überlassen, ob ich das machen soll. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann mache ich das natürlich. Vielleicht auch nicht alles, aber halt so die wichtigsten Sachen, so wie ich die ganzen Legendären noch ins Team aufnehme. Halt, ja, jetzt auch nicht jeden Dungeon oder so, weil sonst werde ich echt verzweifeln bei manchen Dungeons. Aber sowas, ja, sowas halt. Dass ich alle Legendären ins Team hole, das mache ich natürlich dann auch so, dass ich das alles in ein paar zusammenschneid. Wenn schon. Wie die alle ins Team kommen. Und ja. Das soll ich das machen, Leute? Oh, verdammt, das war eine Zielebene, oder? Scheiße. Aber da hätten wir den Flea-Orb wahrscheinlich nur gefunden. Verdammt, aber das ist schlecht. Ich hoffe, wir finden noch einen. Ich glaube, dieses Flea-Orb gesucht, wenn, also Item gesucht, wenn das da steht, dann muss man das Item nur am Ende des Dungeons mit raustragen. Aber wenn da steht gesucht, das Item, dann muss man das, glaube ich, auch einer Person im Dungeon abgeben. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube, irgendwie so war das. So ein Kern, hallöchen, ja. Gut, ja, entfernt, nein. Wir wollen den Dungeon noch nicht verlassen. Ja, wir wollen das Abenteuer fortsetzen. Plosivsamen. Zack. Ja gut, die geben mir jetzt nicht unbedingt gut Erfahrungspunkte für uns, ne? Vielleicht sollte ich mir Missionen aus einem etwas
höheren Dungeon aussuchen, sodass wir da auch besser leveln können, weil das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Leveln müssen wir auf jeden Fall noch sehr. Komm, lass es ein Fliehop sein. Fliehop! Wechselhop, verdammt, brauchen wir nicht. Können wir nicht aufheben, also. Ja, ist egal, brauchen wir nicht. Und E8, hier müsste noch irgendwer sein, den wir retten müssen. Oder? Ja, erstmal hier so ein kleines Rabaut. Easy. Ja gut, hier ist alles easy in dem Dungeon. Wenn wir sterben würden, dann müsste schon irgendwas echt falsch laufen. Flea Orb, nice, das ist super. Was schmeißen wir denn dafür weg? Ach komm, wir haben so viele. Okay. Wir hatten so viele Sinelbeeren. Da konnten wir auch eine wegschmeißen. Ich hätte vielleicht auch den Plosivsamen wegschmeißen können, weil... Ich weiß nicht, ich setze solche Items irgendwie nie ein. Genauso wie Schlafsamen. Das können vielleicht ziemlich nützlich sein, aber irgendwie... Naja. Nein, wir wollen nicht die Treppe benutzen. Wir müssen noch unseren Klienten finden. Okay. Oh, ich hoffe, wir finden irgendwann mal... Irgendwann haben wir bestimmt mal so einen Gegner, bei dem wir einfach mal 999 Damage drücken. Das ist das Maximale, was man machen kann. Glaube ich. Ja, das dürfte das Maximale sein. Und das wird dann auch so schön rot angezeigt. Das ist ziemlich cool. Und Hornliu retten. Nice. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt wollen wir den Dungeon verlassen. Ja, wirklich gehen. Oh, es ist so warm in meinem Zimmer. Alter Vater. Ich muss den Ventilator stärker einstellen. Ich hoffe, dieses Gebrumme oder was das ist, ist nicht so schlimm, so nervend. Aber ich sterbe hier sonst in meinem Zimmer, ey. Ja, auch schon Fenster auf, aber... Das ist echt... Echt nervig. Nice, wir sind zum Bronzerang aufgestiegen. Vielen Dank für die Rettung von Hornliu. 200 Poke, 5 Räderpunkte. Wir haben eben Belebersamen bekommen, ne? Ja. Wir waren heute großartig. Ja, waren wir. Ja, speichern. Nice. Oh, wir träumen wieder was. Schön. Sterben vor Hitze. Hey, na? Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja. Gardevoir. Es gibt so viel, dass ich dich fragen muss. Warum erscheinst du meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Vulnonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer? Du meinst den Mensch, den Menschen aus der Legende von Vulnona? Schrecklich, so grausam von einem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war schon eine furchtbare Person. Böse und hinterhältig. Hinterhältig. Er war keine nette Person, in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hasst deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Vulnonas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Vulnonas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das alleine hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe. So hast du auch dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen.
Und zu diesem Zweck wurdest du ein Pokémon. Wurdest du zu einem Pokémon, so. Was sagst du da? Ein Erdbeben! Oh nein, warte, ich habe noch mehr Fragen. Nein, Gardevoir, nein! Verschwinde doch nicht am nächsten Morgen. Manu. Blödes Gardevoir. Pfff. Das war ein Erdbeben. Oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Och, jetzt keine Rückblende. Och, dein Ernst. Nee, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Warum machen die in so einem Fall eine Rückblende? Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? In solchem Fall eine Rückblende. Was ist das? Warum? Guten Morgen, Doki. Was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. Ach, Doki, du machst dir darüber genauso viele Sorgen wie ich. Ich hätte es wissen müssen, Doki. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Das heißt, Groudon sei unheimlich stark und das bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsalas Team ist stark. Ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsala sollte sich mit seinem Team um Groudon kümmern. So, meine Güte. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Ja? Was denn? Oh, lol. Also, ich bin Esso. Und das ist Freund genau. Boing genau. Wir haben eine Notiz am Infobrett von Pelipper Post hinterlassen. Boing genau. Alter. Bitte, sieh doch mal nach. Bitte. Boing genau. Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Boing genau. Oh Mann, Alter. Boing genau ist schon so ein... Ja. Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon. Sagte der kleine Junge nicht, er hieße Esso? Ich glaube, er will, dass wir zu uns das... Nein, echt, das hat er auch eben gerade gesagt. Ah, okay. Da bleibt uns wohl nur eins übrig. Gehen wir und sehen uns das an. Ja, machen wir. Das hat er auch gerade gesagt. Warum wieder... Alter, ich verstehe... Manchmal verstehe ich Spiele nicht. Das ist gerade so gesagt worden und dann muss dieses Spiel es aber noch einmal wiederholen. Weil es ja sein könnte, dass der Spieler das ja nicht so ganz verstanden hat, was gesagt wurde. Und es könnte ja möglicherweise sein, ne? Vielleicht auch, dass man irgendwie Amnesie hat oder so. Genauso wie diese Rückblende. Warum wurde sie so früh gezeigt? Das ist das, was gerade passiert. Das sind so Momente, wo ich mir denke, okay, Spiel, das macht einfach keinen Sinn. Das macht echt null Sinn. Da. Bestrafe Mankey. Machen wir. Am Infobrett hing ein Rettungsjob auf dem Stand Bestrafe Mankey. Meine Güte. Habt ihr den Job dort ausgehängt? Jepper. Wohin genau? Eine fiese Mankey-Bande läuft amok in unserem Wald. Die sind total wild. Wir haben alle Angst. Wohin genau? Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Wohin genau? Oh nein, das ist ein Problem. Doki, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Wohin genau? Oh meine Güte, ey. Der Tumultwald steht jetzt offen. Nice. Gut. Ja, packen wir das in dem Part noch? Ich weiß es nicht. Zur Not beenden wir den Part einfach in dem Dungeon. Aber wir sollten vielleicht unser liebes Elegit, unser lieben Sippy noch mitnehmen. Hey, du willst mit ins Team, ne? Ja, das willst du, ich weiß. Okay, dann zack. Tumultwald, bitte. Tumultwald. Din, 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 din. Tumultwald, yeah. Setz doch nicht Wachstum ein. Heia, Mut. Ja, macht nicht viel Damage, ich weiß. Putz. Wir haben hier Vollriegel. Der klärt in solchen, Dungeons, wo viele Pflanzengegner rumlaufen. Das ist das Problem hier so als Shiggy. Aber als Shiggy ist man, oder als Wasser-Pokémon allgemein, ist man, glaube ich, ganz gut dabei, was das Spiel angeht. Ich denke schon. Pflanzen-Pokémon, finde ich, haben hier die meisten Probleme in dem Spiel.
Ich meine, Zapdos, Flug, Lavados, Feuerflug, Arctos, Eisflug, Groudon und Rayquaza. Das sind so halt die, ja, die Gegner. Das ist halt so, vom Storyverlauf ist, glaube ich, Pflanze das, was du, ja, was am schlechtesten ist. Kann ich nicht irgendwie mich bewegen? Danke. Hör auf, mich anzugreifen. Danke. Bitte, geh. Nein, danke. Ja. Als Pflanzen-Pokémon hat man es hier schon recht schwer, denke ich. Ach nee, warte mal, man kann doch Evoli so und so werden, ne? Ich glaube so. Als so ein... Ja, Fumpy? Ja, weiß ich nicht genau. Fumpy könnte... Obwohl... Oh, verdammt, nein. Oh, verdammt. Ich hasse diese Wasserflecken. Oh mein Gott. Komm zu mir. Ja, nice. Nicht dein Ernst. Oh, ich hasse sowas. Wo ist er hin? Ach, da oben. Oh, shit. Komm her, Elekid. Okay, Elekid ist gerettet, so gesehen. Er ist auf jeden Fall wieder da. Heieiei, hatte ich gerade Angst. Weil Elekid ja noch ziemlich unterlevelt ist an sich. Wo war ich stehen geblieben? Ja, so als Fumpy könnte man, glaube ich, auch noch ganz gut was an Chancen haben. Zack. Was? Dein Ernst? Würde ich jetzt jedenfalls so behaupten. Na, Evoli, ah, weiß ich nicht. Du musst ja die ganze Zeit Evoli bleiben. Als Pikachu kann man, glaube ich, noch am meisten Chancen haben. Ich glaube, Pikachu ist so das Beste, was du werden kannst. Aber ich glaube, Pikachu kannst du auch nur werden, wenn du weiblich angibst. Dass du weiblich bist, als Pokémon. Hast du gerade einen Plosivsamen eingesetzt, um mich zu verletzen, Spacken? Hör auf, wachs nicht nochmal. Da ist die Treppe, ich habe sie gesehen. Da ist noch ein Item, ein Apfel. Schön. Ja, weil Pikachu, ich meine, kann gegen alle was ausrichten. Und hat im Endeffekt nur gegen Groudon, wenn der irgendwie eine Bodenattacke einsetzt, irgendwie den Kürzeren gezogen, sag ich mal. Und ich glaube, Pikachu kriegt auch schnell Level-Ups. Ja, ich glaube, Pikachu ist da so, ist hier in dem Spiel sogar die beste Wahl. Och Mann. So viele fucking Pokémon. Die geben ja alle nicht mal wirklich Erfahrungspunkte. Das ist so auch noch ein großes Problem, was ich hier gerade habe. Ansonsten stört mich das hier gar nicht, dass so viele Pokémon kommen. Würden die jedenfalls ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben. Wow, er ist Level 12. Eieieiei. Das ist ein bisschen problematisch, du. Das ist ein bisschen sehr problematisch, finde ich. Das Roselia will ich jetzt nicht angreifen. Auch wenn da Poke lagen. Das könnte belebersam sein. Nein, heilsam. Okay. Das ist jetzt uncool. Einmal außenrum gehen, ja. Schön. Das könnte ein Leben... Nein. Alter. Wo sind wir denn hier? Warum sind hier denn nur Kackwege? Komm mal her. Feril. Danke. Och Mensch. Leutchen hier. Der ist besiegt. Alter. 87 Damage ist schon nicht schlecht. So, hier unten bitte. Ist hier irgendwie vielleicht... Ja, da ist die Treppe. Danke. Danke, danke. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Ebenen wir hier lang gehen müssen. Ich glaube, 12? 13? Irgendwie so? Ich weiß es nicht. Es wäre im Prinzip auch Wayne. Wir haben ja Zeit, würde ich sagen, ne? Wir haben ja Zeit. Da oben war die Treppe. Da oben war die Treppe. Ich wäre jetzt weiter nach rechts gegangen, ohne Scheiß. Hätte ich die Treppe nicht gesehen. Irgendwas wollte ich sagen. Und Sandsturm? Nein, Sandsturm ist kacke. Einmal ein Biss bitte fixieren. Ach, dein Ernst? Ich sollte... Pilz auf Beere, danke. Dein Ernst? Oh, ich hasse solche Dungeons. Und sowas, dass diese Animation auch ständig kommen muss, wenn man Schaden kriegt. Das ist nämlich echt anstrengend.
Bitte lass uns die Treppe finden. Och Mann. Nice, besiegt. Wenn hier jetzt gleich die Treppe nicht ist, ne, dann flippe ich aus. Wie gesagt, es ist so nervig, dieser Sandsturm ist gar nicht mal schlimm, das mit dem Damage kriegen, so an sich. Aber, dass man halt die ganze Zeit diese Animation bekommt, das ist so nervig. Stirb. Lol, wieso hatte die so wenig Damage? So wenig Leben, meine ich. Der auch. Ein Grüngummi, das ist, recht unnötig. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Danke. Danke. Danke, Treppe. Was ist da oben? Was ist da oben? Einen Samen, den will ich haben. Ja, okay. Es war unnötig, den zu holen. Es war so unnötig. Und wir müssen den Part beenden, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.